Und wir könnten schon mal die ersten Gefangenen hinein platzieren lassen. Okay, es gibt gerade nichts zu tun. Die sind. Ja, egal. Und wir sehen hier unser Power Station, unser Generator. Das ist jetzt unser Strombedarf. Wir haben hier eine Lampe, die können wir auch abmontieren. Hier haben wir ein Licht, das reicht mir in der Regel. Und wir sehen zum Beispiel hier, es benötigt auch Strom. Das machen wir, indem wir sozusagen elektrische Kabel verlegen. Ich denke ja mal, die werden wohl oberirdisch platziert. Und na, wir haben jetzt natürlich einen weiten Weg, dass das jetzt so weit weg ist, ist natürlich ein Nachteil für uns. Wir müssen jetzt sozusagen den Strom ein bisschen runter verlegen. Und was wir natürlich dann auch brauchen, Wasserrohre. Und da muss man auch ein bisschen Vorsicht walten lassen. Denn die werden wohl auch gerne von den Gefangenen benutzt als. Ja, für Ausbruchversuche. So, jetzt sehen wir, der Generator ist angeschlossen wie das Licht und der Strombedarf ist jetzt schon sehr, sehr deutlich in die Höhe gekommen. Und damit können wir jetzt sozusagen hier so eine Sicherung anmontieren. Das muss halt immer hier außenrum liegen, deswegen habe ich hier auch schon mal bei dem Planning-Tool nochmal eine Umgebung außenrum gezeichnet, dass ich dann irgendwann habe ich die Teile ringsherum platziert. Um den Strombedarf sozusagen mehr oder weniger verdoppelt das. Wir werden das sehen, wenn jemand das Ding mal hochschafft, was keiner macht. Die bringen jetzt hier gerade für die elektrischen Kabel solche riesigen Rollen. Und ja, da geht schon wieder und holt irgendwas anderes. Manches Mal sind sie ein bisschen merkwürdig, was das Bauen angeht. Hier haben wir auch Kisten mit den Pipes, also noch sechs Rohre drin, sechs Kabel, acht Kabel. Also die holen sich halt von diesen Autosave. Die holen sich von diesen Rollen dann immer. Das Werkzeug, um nicht immer so weit laufen zu müssen. Sozusagen ersparen sie sich die Arbeit. Und ich habe eigentlich jetzt gewartet. Hier ist nämlich unsere. Ja, ich nenne es jetzt mal Sicherung. Holt sich jetzt momentan leider noch niemand. Und ich habe es schon auf dem schnellen Vorlauf. Das möchte ich jetzt noch dazu sagen. Für Strom oder Wasser, wir brauchen nur die Gerätschaften, wir haben keine Extrakosten. Also wir müssen jetzt nicht noch Stromkosten bezahlen oder Wasserkosten bezahlen. Das ist sozusagen frei Haus. Das kriegen wir sozusagen vom Staat gestellt. Der ist so frei. So, die sind jetzt gelangweilt. Auch neu in der Version. Es gibt jetzt auch weibliche Arbeiter, nicht nur männlich. Wir können diese auch irgendwo hinschicken. Wir sagen, hier, mach mal das, geh mal darüber. Ah, jetzt kommt sie endlich. Ja, hat jetzt aber keinen so großen Wert. Und wird montiert. Wir sind dann an dem grünen auffüllenden Farbe in dem Kästchen. Wie weit ist es? Und wir sehen jetzt, wir haben jetzt wieder viel mehr Strom. Also hier ist jetzt so ein schwarzer Balken. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann auf YouTube. Und sozusagen haben wir jetzt die doppelte Kapazität. Und das müssen wir noch weiter erhöhen, denn dann kommt irgendwann das ganze Licht dazu. Und ja. Was ich jetzt natürlich mache, ich werde dieses. Die Rohre, es kostet ein großes Rohr 15, das ist schon recht happig. Geht natürlich hier komplett durch. Aber ich möchte die bis hier runter bekommen. Es kostet alleine 800, also schon teuer, hier runter zu bekommen, denn die Küche braucht natürlich viel Wasser. Und wir müssen schauen. Können natürlich, um Kosten zu sparen, so ein kleines Rohr benutzen, um jetzt die Toiletten damit zu verbinden. Wir könnten auch hier ein Rohr, Valve. Ja, im Endeffekt zum Verschließen. Ja, zum Verschließen von der Leitung. So könnte ich diese sozusagen abklemmen, um. Ja, für was eigentlich? Mit dem Wasser macht das keinen Sinn. Beim Strom macht es durchaus Sinn. Wenn ich irgendwelche Bereiche habe, wenn zum Beispiel irgendwo was ausfällt, kann ich die sozusagen abklemmen, um Strom zu sparen. So habe ich zum Beispiel meine Gefängnisse immer wieder mit zwei Stromkreisen belegt, dass ich sozusagen die Sicherheitssysteme wie Kameras und weiter mit Strom versorgen konnte, aber halt das Licht und überall in den Zellen ausschalten konnte, falls Notfall ist. Wobei man das jetzt im Endeffekt nicht wirklich gebraucht hat. So, jetzt haben die Rohre hier vernetzt. Die Rohre mit den Toiletten verbunden. Wir müssen natürlich warten, bis hier komplett alles verbunden ist, um dann die Toiletten mit Wasser zu versorgen.
Und ja, ich bastle jetzt hier mal noch einen Raum rein. Und zwar mache ich hier einen Lagerraum, einen Storage für die Lebensmittel dann vor allem. Jetzt werden sie natürlich auch gleich versuchen. Ja, ich müsste mal hier noch eine Tür reinbasteln, dass diese dann auch von dem Raum hier rauskommen in den Hof. Kann ich hier schon einen Yard? Will ich hier nicht eigentlich eine Tür reinbauen? Habe ich das nicht schon befohlen? Ich weiß es gerade gar nicht. Scheint so, zumindest kann ich nichts anderes hier machen. Hier ist noch so ein komischer Schatten. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ah, das bin ich ja immer. Die Leute, die die Let's Plays schauen, die sollten das ja so langsam mal kennen. Ach ja, die Tür ist hier. Klar. Die werde ich jetzt momentan noch. Man kann hier mit dem Auswahlmenü, mit der linken Maustaste, kann ich diese jetzt sozusagen komplett schließen. Sollte jetzt zugehen, genau. Und geht auch nicht zu öffnen, außer ich sag, kann ich die nicht irgendwie öffnen? Ich dachte, ich kann die öffnen. Kann ich die jetzt gar nicht öffnen? Ja gut, keine Ahnung. Ihr seht, es läuft. Was wollte ich hier deklarieren? Und zwar den Yard. Das wird nicht der einzigste Yard bleiben. Schreibt das sich mit hier rein. Das ist manchmal immer ein bisschen bäh, aber okay. Und wir brauchen natürlich noch unsere Dusche. Oh, eine Perimeter-Wall. Ich weiß auch nicht, was es das heißt. Das sieht aber cool aus. Kostet aber auch Schweinekohle. Aber das sieht aus wie eine befestigte Wand. Sozusagen einen, nochmal so ein äußerer Ring. Ist jetzt natürlich cool, wenn ich dann. Hier brauche ich es nicht unbedingt. Kann man sozusagen außen rumlegen. Werde ich dann natürlich früher oder später eh machen, um sozusagen nochmal einen Schutzring zu legen. Denn in meinem Kopf habe ich natürlich schon die ein oder andere Planung, wie ich was hier machen möchte. So, bevor ich jetzt hier weiter plapper, machen wir einfach nur eine kleine Tür rein. Das wird eine kleine Dusche. Denn genau, hier kommt meine Shower rein, meine Dusche. Denn auch das ist ja gefordert. Wir sehen hier oben auch das, was wir schon gebaut haben, wird abgehakt, sozusagen rausgekreuzt und sagt, okay, ist erledigt, könnt weitermachen. Und ja, wenn die Tür drin ist, können sie dann auch anfangen mit, hier haben wir Sprinkler, das ist sozusagen so eine Sprinkleranlage, aber wir brauchen die Showerheads. Und, das haben die ja auch irgendwann mal reingepatcht. Sozusagen, wenn ich über den Raum bin, sehe ich auch, was für, zumindest alles, was ich jetzt im Display habe, sehe ich, was ich benutzen kann, denn das wird hervorgehoben mit so einem weißen Rahmen. So, da das ja eigentlich nur für die Holding Cell ist. Eigentlich, ich sage eigentlich, weil es wird auch gerne dann von anderen Gefangenen noch mitbenutzt. Brauche ich nicht so viel Duschköpfe. Wir können hier schon mal ein Licht reinsetzen. Das können wir im Endeffekt auch hier machen. Ich mache das jetzt immer so ein bisschen im Wechsel. Es soll ja auch nach was aussehen, ne? Wird nicht immer hundertprozentig klappen. Da können wir hier schon mal Licht reinsetzen und da wir jetzt eh hier Wasser in der Nähe haben, ist es ganz gut, denn wir müssen dann jetzt auch schauen, dass wir auch das Licht hier runterkriegen, dass ich jetzt hier nicht alles im Dunkeln spielen muss. So, Strom. Mache ich jetzt mal einen Abzweig rein. Wir brauchen den Strom nämlich so oder so auch hier in der Küche, denn da werden wir einen relativ hohen Stromverbrauch haben. So, mache ich mal den Strom ein bisschen hier noch mit rein. Und ja, wir haben jetzt natürlich dann am Anfang nicht ganz so viele. Ich muss dann noch schauen, dass die nicht die ganze Zeit hier rüberlaufen, dass die die Küche von da besuchen. Ich brauche hier sozusagen noch ein Jailor. Wobei es jetzt anfangs wahrscheinlich so genutzt wird, wenn ich das sowieso komplett sperre. Aber ich möchte ja dann hier den Innenhof frei begehbar machen. Da brauche ich dann auch wahrscheinlich noch ein bisschen Geld. Denn ja. Wird wohl so laufen. Zumal, wenn man es richtig macht, sollte hier ja dann später sowieso keiner mehr sich befinden. Aber wird jetzt am Anfang natürlich trotz alledem passieren. Und ich guck mal, wie teuer ist denn so eine Sicherung? 1000, das ist schon recht teuer. Aber ich baue mal noch zwei Stück, denn wir brauchen diese relativ zeitig. Gerade wenn wir dann anfangen, Küche zu bauen. Wenn wir anfangen, Küche zu bauen, das ist wieder ja, so ein lieb gemeinter kurzer Satz. So, wir machen hier mal noch Licht.
So, wir sehen, das Licht breitet sich aus. Das gibt es natürlich auch outdoor-mäßig, aber das interessiert mich jetzt noch nicht. Wir haben immer noch keine Tür gesetzt. Ich weiß nicht, warum die mit den Türen gerade. Wir haben keine Tür. Warum haben wir keine Tür? Hier ist eine Tür. Warum setzt keiner die Tür da rein? Okay. Denn ich hätte gerne eine Tür. So, jetzt habe ich mal den mit der rechten Maustaste den Auftrag gecancelt. Jetzt habe ich hier eine 1. Das heißt, ich habe eine Tür noch im Reserve. Und habe die Tür jetzt nochmal gesetzt. Aber keiner kommt, um die Tür zu platzieren. Das ist. Jetzt habe ich hier daneben noch eine Tür platziert. Wieso kommt hier keiner zur Tür? Die kann ich jetzt natürlich auch wieder entfernen. Jetzt habe ich natürlich eine Tür über, aber das ist jetzt nicht das Problem. Türen werde ich zum Ende hin. Jetzt habe ich das mal aufgemacht. Warum will da keiner Tür platzieren? Eine Tür platzieren. Ach, ihr seid Stinker, wisst ihr. Manches Mal da. Normale Tür? Machen sie nicht. Jetzt ist die Frage, ich entferne jetzt einfach mal hier die Wand. Entferne den Drain, also den Abfluss. Ja, das sind die Momente, wo ich manchmal so denke, was? Warum will hier keiner? Also wenigstens den Auftrag, dass sie hier die Wand entfernen sollen. Könnten sie doch in Auftrag nehmen. So, ich nehme jetzt mal hier einen, so einen Typen. Und sage, okay, geh mal hier hin, bitte. Jetzt auch mal schauen, welchen Weg er nimmt. Er geht unten lang. Ja, ich mache wieder auf schnellen Vorlauf. Es speichert. Ich denke mal, das Spiel hängt sich auf oder irgendwas ist gerade sehr merkwürdig. Er kommt hier durch. Also der Weg ist nicht versperrt. Aber. Macht keiner. Es bewegt sich keiner von den Ärschen. Ich bin gerade nicht erfreut. Gar nicht erfreut. Warum geht das nicht? Klar, Showerheads fehlen. Was ist denn, wenn ich das jetzt hier reinmache? Ach, das geht. Das bringt mir aber nichts. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie auch da drüben eine Tür reinmachen. Da rennen sie. Wo rennen die hin? Wir machen aber da keine Tür rein. Keine Route. Wieso keine Route? Warte mal, es kann jetzt. Jetzt geht's doch. Was ist denn. Leute. Ja, gut, 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 gut. Wir können diese jetzt natürlich wieder. Entfernen möchte ich natürlich, denn die macht hier überhaupt keinen Sinn. Und jetzt wird sie entfernt. Jetzt habe ich sie natürlich auch wieder. Ich kann sie dann irgendwo einsetzen. Das ist nicht das Problem. Oh, das dauert ja ewig. Und mache jetzt hier natürlich wieder eine Wand rein. Jetzt habe ich hier natürlich einen kleinen Fußboden gesetzt. Ein bisschen Geld haben wir. So ein bisschen schön bauen hier. Wir machen jetzt einfach mal hier noch ein bisschen Rasen hin. Ist jetzt nicht unbedingt vonnöten. Aber, ja, wenn wir schon einmal einen Weg gesetzt haben, können wir ein bisschen rasen. So, die Shower ist soweit fertig, die Dusche. Wir können jetzt. Ich werde jetzt hier meinen Abzweig machen und werde die Duschköpfe mit den kleinen Rohren verbinden. Und wir haben unsere Dusche fertig. Und können jetzt beginnen, schon mal zu überlegen. Ich mache erstmal die Räume. Da sieht man wenigstens dann auch, was noch fehlt. Und stochere dann hier nicht irgendwie. Im Trüben. Wir brauchen einen Cooker, eine Fridge und eine Sink, also einen Kocher, einen Herd sozusagen, eine Gefriertruhe und eine Sink ist eine Spüle. Sink ist relativ klein, die setze ich hier oben hin. Und Cooker und Fridge. Von denen brauchen wir noch nicht allzu viele, aber es wird zunehmen. Also irgendwann brauchen wir doch eine relativ große Anzahl auch von diesen
Twitch ist. Eventuell könnte ich die dann hier mit rein verlagern. Wir bauen jetzt erstmal zwei und auch zwei Herdplatten. Ich baue sie mal hier rein. Es ist natürlich immer schön, dass ich hier mal einen Platz frei habe, aber gut, dann ist das halt so. Und wir brauchen dann natürlich noch Wasser für die Sink, wobei dieser jetzt ja wahrscheinlich, ne, ist nicht angeschlossen. Was wir aber brauchen, ist Strom. Und ich baue das mal noch nicht, denn diese Großobjekte brauchen einen direkten Stromanschluss. Werden sozusagen direkt verbunden, weil die Lampen, ich kann hier mal, sieht man das? Hat man das nicht mal gesehen? Genau. Lampen zum Beispiel, also hier läuft der Strom lang und diese grüne Aura zeigt zumindest an, wie weit der Strom reicht. Heißt, Lampen können sozusagen über kleine Kabel verbunden werden, über eine gewisse Distanz. Funktioniert auch hier, ist klar. Aber hier zum Beispiel keine Möglichkeit, da wir hier einen festen großen Stromanschluss brauchen, sozusagen den Kraftstrom. Daher lege ich jetzt einfach mal die Leitung hier so rum und verbinde das. Alter, nicht? Gut, naja, egal. Und ja, der bringt schon mal hier die Leitung an. Zack, zack, zack. Und das wird alles verbunden miteinander. Und sobald es natürlich hier verbunden ist, haben wir dann Strom auch für die Küchengeräte. Und wir sollten dann, ja, Küche ist sogar schon durch. Strom ist im Endeffekt nicht bindend. Hauptsache man hat die Gerätschaften. Bisschen merkwürdig, aber okay. Und ja, wir können jetzt anfangen mit dem Speisesaal. Das wäre dann sozusagen unser letztes Objekt der Begierde. Und reicht das mit dem Licht schon? Ja, ich möchte hier mal noch. Die Leute sollen ja wenigstens auch wissen, was sie essen. Ist zumindest angedacht. Und wir sehen jetzt hier, ich kann es jetzt nochmal zeigen, hier die grüne Aura endet dort und deswegen haben wir hier keine Verbindung. Heißt also, wir müssen eine relative Strecke nehmen. Eventuell reicht das dann. Man kann schauen, man muss ja jetzt nicht unbedingt bis dahin bauen. Hauptsache, es reicht bis dorthin. Und ja, das ist im Endeffekt soweit. Jetzt lassen wir natürlich das hier frei. Haben die hier nichts platziert? Okay. Zack, zack, zack. Jetzt fehlt hier zwischendrin noch was. Deswegen sehen wir nicht, wie weit wir kommen. Warum habe ich denn eigentlich den Wasser? Ist egal. Ah, da kommt die nächste Kabeltrommel. Warum ist das so dunkel schraffiert? Was habe ich da stehen? Also man sieht, es ist noch in Entwicklung, das Spiel. Manchmal ist da immer noch ein bisschen der Hund begraben. Okay, es hat aber super gereicht. Und jetzt haben wir hier Licht und ich deklariere das jetzt auch gleich. Das ist die Kantine, die Kantine sozusagen. Da ist er. Wie gesagt, die ist jetzt noch sehr groß. Die ist jetzt, okay, das war jetzt zu viel. Zu groß, aber wir werden das brauchen, definitiv. Wir brauchen einen Serving Table, Table und Bench. Was ich aber noch machen möchte, ist klar, ich möchte hier noch ein paar Türen reinsetzen. Zumal ich hier eine Tür und hier eine Tür haben möchte, habe ich schon. Denn wir werden später noch erkennen oder die Möglichkeit haben, Gefangene für uns arbeiten zu lassen. Heißt dann natürlich, ich muss hier auch Sicherheitsvorkehrungen treffen, dass die Leute nicht hier abhauen. Werden wir dann natürlich auch alles in Angriff nehmen. Jetzt, soweit sind wir aber noch nicht, denn jetzt müssen wir uns erstmal wirklich um die Basics kümmern. Ich baue jetzt erstmal nur zwei Serviertable hin. Man sieht hier, ich habe hier noch so weiße Striche gemacht, die Quadrate eingezeichnet, da ich dann nämlich, wenn ich dann mehr Gefangene habe, hier nochmal zwei hinsetzen kann. Ich habe hier halt auch wirklich alles abgemessen, dass es wirklich so gut wie möglich reicht. Hier haben wir dann die Tische. Wir bauen mal vier Tische, acht Bänke. Das sollte für den Anfang definitiv reichen. Pro Bank vier Mann und pro Tisch sozusagen acht. Für 32 Mann ist jetzt schon mal gesorgt, denn wir haben nicht gleich am Anfang mein Ziel 100. Daher, okay, da läuft hier hinten rum. Ist das jetzt alles noch im grünen Bereich? Ich habe jetzt halt am Anfang, hier möchte ich definitiv noch ein Tor drinne haben, halt hier.
Ein großes, klar. Denn sonst werden hier ja natürlich die Gefangenen immer abhauen. Und wir haben noch 25.000, das ist eigentlich sehr, sehr gut. Klar, wir möchten natürlich mit den Verträgen auch Gewinn machen, wir möchten die nicht komplett ausgeben müssen. So, das Klingeling hat bedeutet, okay, das haben wir durch. Wir brauchen dann noch zwei Wärter mindestens und zwei Küchenchefs. Gut, ich mache mal hier diese ganzen geplanten Gegenstände weg, denn das haben wir jetzt mehr oder minder abgeleistet. Hier, das kann alles weg. Und ja, das habe ich jetzt im Endeffekt, weiß ich ja, wie ich es basteln möchte. Brauche ich jetzt nicht. Wenn man einen Gegenstand schon drauf platziert, verschwinden die auch automatisch. Die laufen hier halb um die Weltgeschichte. Das ist Wahnsinn. Wir sehen hier Stromverbrauch. Das ist schon fast die zweite angekratzt. Aber bis jetzt läuft es ja. Die Küche ist ja schon mal angeschlossen. Hat zwar noch nicht die volle Gerätschaft, was es eigentlich so geben sollte. Aber das macht ja noch nichts. So. Ich blockiere jetzt diese Türen erstmal. Die bleiben jetzt vorerst geschlossen. Zack. Das sieht gerade ein bisschen merkwürdig aus, weil hier Dreck ist. Da werde ich jetzt mal noch einen Fußboden... Geht gar nicht? Wieso geht das nicht? Auch weil der jetzt wieder für... Geht ja gar nichts. Das muss Outdoor sein. Was ist das Outdoor? Das ist ja... Naja, egal. Tut noch jemand ein bisschen Fußboden hier verlegen, dass das nicht ganz so scheußlich aussieht. Und ja, im Endeffekt haben wir jetzt die Möglichkeit, die ersten Gefangenen zu begrüßen. Es gefällt mir trotzdem nicht. Ich glaube, ich mache hier jetzt erstmal noch... Nee, ich mache das so. Ich mache jetzt noch einen Fans rein. Kostet mich ja im Endeffekt nichts. Die sind ja kostenlos. Ich muss nur das Auto speichern abwarten. So, jetzt können sie das noch bauen, dann eröffne ich diese, ich mache das aber hier auch zu, dass die hier sich nicht irgendwo herumbewegen, wo ich sie nicht haben möchte. Mach das wieder auf. So, dann gebe ich das frei dann wieder. Dann könnte ich nämlich jetzt auch hier langlaufen und arbeiten. Dass die hier raus können, weil ich möchte nicht, dass die rumlaufen, weil dann laufen die durch die ganze Küche. Und das ist nicht unbedingt der Zweck, den ich erfüllen möchte. So, dass wir jetzt schon mal die Aufgabe erreichen, dass wir nochmal den Auftrag zumindest abschließen, werde ich jetzt zwei Köche einstellen. Och, die fangen sofort an zu köcheln. Ah, köcheln. Jetzt habe ich natürlich eventuell ein Problem. Ich kann noch nicht das Regime einstellen. Daher möchte ich jetzt noch warten. Da jetzt habe ich Ausgaben, die ich eigentlich gar nicht möchte. Ja, okay. Kann ich sozusagen den nächsten Auftrag schon mit Angriff nehmen. Und zwar, baut zwei Büros. Einstellen von einem Warden und einem der Buchhalterin Account. Und Unlock, Finance, bla bla. Das schaffen wir schon. Fairness through Bürokratie, bla bla. Ja, whatever. Wir sehen es gleich. Büros. Das ist schon mal sehr schön, denn wir haben die Büros schon. Wir haben noch vier Lampen, die können wir hier auch schon mal reinsetzen. Dass unsere Arbeiter weiter beschäftigt sind, macht im Endeffekt immer Sinn. So, zwei Büros. Möchte ich jetzt erstmal wieder deklarieren, dass man auch sieht, alles klar, was braucht man. Im Endeffekt ist es nicht viel. Ach, halt, warte. Nein, 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 nein. Nicht, gar nicht hier. Ich möchte erstmal hier ein Büro. Habe ich mir nämlich schon was dabei gedacht. Kommt hier eine Tür und hier eine Tür rein. Gedreht werden, wer das Spiel dann mal testen möchte mit der mittleren Mausrad. Es gibt vielleicht auch eine Taste, die man so betätigen kann. Das kann durchaus sein, habe ich auch noch nicht probiert. So, die laufen jetzt hier hoch. Na, jetzt brauche ich natürlich hier oben noch Lampen. Ist klar, kein Muss, aber ja, macht sonst keinen Sinn. Wir haben natürlich, weil wir die Stromleitung durchgelegt haben, hier schon überall Strom, das ist ganz gut. So, ja, die Köche laden jetzt sozusagen das ganze Essen hier in die Tiefkühltruhe.
Warum liegt denn der einzeln drin und nicht in dem Karton? Was das für ein Mist. Na egal. Und ja, dass es halt länger frisch bleibt sozusagen, weil das müssen wir auch immer wieder kaufen. Das kauft sich, oh, wir haben eine Küche, siehst du, das sehe ich auch zum ersten Mal.